Pokémon Karmesin. Wir haben jetzt ein Team, wo jedes Teammitglied mindestens auf Level 60 ist. Also wir sollten bestens gerüstet sein für das Finale des Spiels, welches langsam aber sicher ansteht. Oder für so die... Finale kann man das eigentlich noch nicht nennen. Ich glaube schon, wir werden hier uns noch vielleicht noch 15 Parts mit beschäftigen. Vor den Credits. Aber gut, ich will nicht allzu viel sagen. Na, hast du Spaß am Kämpfen? Schon wieder irgendwie so eine Münze. Aber gut, was ich jetzt eigentlich kaufen möchte, sind so Heilgegenstände. Wir haben ja genügend Geld, um uns das dementsprechend auch zu leisten. So, ich kaufe mir jetzt hier einfach mal 18 Mal Top-Trank. Vom Hypertrank könnte ich mir einiges mehr kaufen. Ja, da hole ich mir auch so 25 Stück. Ich will es ja nicht komplett übertreiben, ich will nicht komplett ausrasten. Aber das zieht doch einiges an Geld ab. Und Beleber haben wir eigentlich noch genügend. Könnte ich mir mal ein paar Bälle kaufen. Es könnte sein, dass wir gegen das eine oder andere Legendäre kämpfen. Und wir haben eh 20 Finsterbälle und 21 Flottbälle. Ah, da habe ich schon dran gedacht. Das war ja... Okay, ich verstehe schon. Ich verstehe. Gut, dann wird es wieder geraidet zum letzten Mal. Und ja, ich weiß nicht, ob wir komplett durchkommen werden. Es wird halt wieder gelabert werden. Das ist halt das größte Manko noch dran. Mini Bambuspross. So. Was habt ihr hier uns hier zu erzählen? Es ist ein Kampf-Pokémon angesagt. Das heißt, wir sind mit Fiaro mal wieder gut beraten. Und das ist auch glücklicherweise unser stärkstes Pokémon, zumindest vom Level her. Da bin ich doch mal gespannt. Das letzte Mal. Genießt es noch ein letztes Mal, auch wenn es ständig immer dasselbe war. Nicht schlecht, du hast definitiv Talent. Ich kann nicht glauben, dass du die Angriffe von meinem Pokémon abwehren konntest. Du bist auch echt gut. Dein Name war Ryoba, richtig? Du hast eine sehr ausgefeilte Taktik. Aber warum bewacht der Boss höchstpersönlich den Eingang? Hast du kein Vertrauen in deine Kameraden? Pass auf, was du sagst. Ich bin hier, weil ich nicht will, dass außer mir noch jemand verletzt wird. Was für ein gutherziger Boss. Aber na gut, sollen wir uns wieder auf den Kampf widmen? Ich möchte gerne mal was sagen. Ich weiß, man sollte Erwachsene nicht beim Reden stören. Na nur, wer ist das? Lukas, du bist es ja. Ich habe diese Schülerin angesprochen, da sie aussah, als gehöre sie zu Team Star. Dann hat sie mich plötzlich angegriffen. Ja, der Kampf ist seitdem vorbei. Ryoba, dachte ich mir doch, dass ich dich hier finden würde. Mistba, alles in Ordnung? Mit dir bist du verletzt? Mir geht's gut, keine Sorge. Aber bring dich besser in Sicherheit. Nix da, ich übernehme jetzt. Geh du zurück ins Versteck, Ryoba. Nein, das kann ich doch nicht einfach auf mich abwälzen. Ryoba, es reicht. Bis unser Big Boss zurückkommt, muss ich euch Mitglieder der Karp-Bande beschützen. Ebenso wie alle anderen in Team Star. Und genau deshalb solltest du dich jetzt ausruhen. Geh und neue Energie tanken. Als Boss kann ich mir das aber nicht leisten. Ryoba, ich bitte dich, hör auf mich. Wir sind doch Freunde. Okay, tut mir leid, Mistba. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Ein von Herzen kommendes Hasta la Vista tut's auch. Hasta la Vista! So, ich nehme mal jetzt an, dass wir gegen die kämpfen. Jetzt kriegt es mit mir zu tun. Na los, kommt schon. Ich nehme es mit euch beiden zugleich auf. Lukas, meine Pokémon und ich sind vom Kampf eben noch etwas aus der Puste. Es tut mir leid, dich so unter Druck zu setzen, aber kannst du es... Ja, das kann ich machen. Null Problemo. Vielen Dank, dann überlasse ich dir das Weitere. Ich werde Ryoba mit allen Kraft beschützen. Ja, ich bin kampfbereit. Ja, das bin ich. Oh, ich hoffe, die labern nicht zu viel, weil ich möchte das unbedingt noch in diesem Part fertig bringen. Mit dem Team Star. Zumindest was die, sage mal, Lage angeht. Es gibt ja dann ein Finale pro Handlungsstrang. Okay, ja, Glibunkel vergisst man wieder, das ist Gift, Kampf. Ja, her damit. Ich nehme es mit all euren Kampf-Pokémon auf. Ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile auch wieder so um die 5 bis 10 Level drüber. Letztendlich macht es nichts, wenn ich verliere. Bist du dieser Meinung?
Wenn ich Rioba etwas Zeit zum Ausruhen verschaffen könnte, bin ich zufrieden. Ich habe meinen Teil getan. Daher ziehe ich mich jetzt wieder zurück. Hasta la vista! Ching! Brr, brr, brr. Das ist sehr gut, du hast die Wache über so ein bisschen. Ja, ich weiß, was ich zu tun habe. Ja, das ist schön, ja, toll, ja. Sorry, dass ich es überspringe, aber. Es sollte doch eigentlich klar sein, ja, Rioba ist geflohen, ja, da bleibt mir nichts anderes übrig als das für den Frontalangriffszeit. Ja, das ist schön, ja, ja, danke, danke, danke. Es ist doch eh immer wieder dasselbe. Versuch doch nicht, irgendwie was anderes zu erzählen. Cassiopeia. Ja, also. Ich bin jetzt einfach mal so mutig und sage, wir werden auch bei dieser Raid unter 2 Minuten bleiben. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich hier die richtigen Pokémon nach vorne setze. Ja, das passt so. Ich glaube, wir haben sogar 3 Pokémon, die es mit dem Ding hier locker aufnehmen könnten. So, also, ab dafür. Ab in den Krampf. Ja, und vor allen Dingen, ich fände es ja eh generell viel besser, wenn man das auch so von der Zeit her der Schwierigkeit nach steigert, dass man dementsprechend vielleicht nur noch 5 Minuten Zeit hat oder sowas in der Art, um es wenigstens irgendwie in der Schwierigkeit auszuweiten. Aber nein. So, ein Drittel schon mal geschafft nach 30 Sekunden. Und kommen jetzt bloß nicht mit, ja, du bist halt einfach viel zu stark, du hast viel zu stark trainiert. Ja, meine Güte, wenn es das Spiel einem erlaubt, das zu machen, dann mache ich das doch. Das ist mir viel lieber als abzulosen. Ich hatte in Purpur schon genügend Probleme, da war ich jetzt von dem Level her jetzt nicht so overpowered. Möchte ich meinen. Sogar hier dieses Gladiantri, wenn mich nicht alles täuscht. Gut, haben wir das nicht sogar schon trainiert in Pokémon Strahlen, Diamant und Leuchtende Perle? Ich weiß es mal wieder nicht. Ich kann mich an Sachen nicht mehr erinnern, die vor einem Jahr passiert sind. So, das war's. Ende. Unter 2 Minuten geblieben. Wer hätte es gedacht, und wir haben sogar noch ein weiteres erledigt. Boss, ich glaube, wir haben versagt. Ja, wie gesagt, die hat jetzt 5 Pokémon. Vollgepumpt mit Testosteron und Adrenalin wahrscheinlich, so von der Statur her. Dann mal ab dafür. Okay, konzentriert dich hierüber. Wer auch immer es auf Team Star abgesehen hat, wird zerschmettert. Dieses Mal laufe ich nicht davon. So, schaffen wir das jetzt vor 15 Minuten? Ich glaube eher nicht. Ich glaube, die wird sich das ein oder andere Pokémon haben, gegen das wir noch Schwierigkeiten haben werden. Oder leichte Schwierigkeiten. Kann man nicht vorstellen, dass wir jetzt komplett untergehen. So. Auf geht's. Das ist unser Revier. Ich lasse nicht zu, dass du es noch weiter verwüstest. Ja, wenn ihr mich schon reinlasst, das ist halt immer wieder das Problem. Ihr könnt mich doch einfach an der Klingel abweisen. Oder an der Tür, an der Haustür. Und es überlebt. Das ist schon mal nicht gut. Giftief macht erstaunlich viel, finde ich persönlich. Ich kann genauso gut austeilen wie einstecken. Wer am Ende noch steht, gewinnt. So, gehen wir bitte weg.
So, Quarterback, ja, her damit. Ich meine eigentlich, dass wir eh immer schneller sind. Okay, ein Pokémon von uns außer Gefecht gesetzt, aber wir haben ja noch weitere starke Exemplare. So, da ich davon ausgehen kann, dass es auch auf Kampf ist, ja, setze ich auch mal hier ein Feen-Pokémon ein. Ja. So, was hast du als nächstes zu bieten? Epitaph, fähr damit. Ja, das ist diese Ding-Weiterentwicklung von, wie heißt es, Raffas? Oder, ich hab schon wieder vergessen, wie es heißt. Rasaf. Wenn man irgendwie da so eine Unlicht-Attacke 30 Mal im Kampf einsetzt, um es zu entwickeln. Ist das auch vollkommen egal. So, als nächstes dürfte Lucario kommen und dann halt zuletzt halt wieder das obligatorische Mistviech. So, ja. Auf geht's bei Londa. Gut, Fußtritt gibt jetzt wiederum keinen Step, das ist blöd. Aber wir haben es einfach gewonnen-hittet. Schade eigentlich um Lucario, ich mag Lucario eigentlich als Pokémon. Ist das eines der Lieblings-Pokémon von Luca? Gut, wir teilen uns die ersten vier Buchstaben von diesem Pokémon. Heißt ja auch Lukas. Ja, mach du ruhig Gangwechsel. Ja, steigert auch wieder seine Verteidigung, was auch blöd ist. Also man sollte es eigentlich möglichst gut one-hitten. Aber, na gut, One-Hit ist eh fast unmöglich. Er steigert weiter seine Verteidigung. Ich verstehe nicht, was das mit dem Gangwechsel soll. Und es will wahrscheinlich sich so vollpumpen, dass es uns sofort One-Hittet mit einer Attacke. Aber, wie gesagt, es steht kurz davor, eliminiert zu werden. Ja, das ist doch einfach nur blöd. Wir haben gewonnen. Wenn die Attacke jetzt nicht daneben geht, haben wir gewonnen. Initiative. Das ist so eine dumme Kampfstrategie, meine Güte. Das war's. Ohne uns großartig Schaden anzurichten. Klar, Fiaro musste dran glauben, aber gut, das ist eh schon voller mit Leveln. Das ging jetzt echt schneller als gedacht. Leute, es tut mir so leid. Ja, und einige, ja, das ist ja immer wieder dieser bekannte Flashback. Ich finde diese Flashbacks übrigens sehr, sehr gut. Es tut mir so leid. Ich glaube, ich bin etwas zu weit gegangen. Ach, mach dir keinen Kopf. Wir haben dich schließlich darum gebeten, das Training wie einen echten Kampf zu behandeln. Aber es gibt wahrlich keinen Grund, weshalb ihr um Vergebung bitten müsst. Noble Ryuba, eure Unterweisung hat mir den Weg zu überragender Geschicklichkeit gegeben. Ja, wenn du nicht gewesen wärst, hätte ich mein Pokémon nicht weiterentwickeln können. Dank dir können wir es jetzt sogar mit den Mobbern an der Akademie aufnehmen. Das meine selbst Big Boss. Wie du siehst, sind wir dir echt dankbar. Du bist ein Vorbild für uns alle im Team, Ryoba. Ach, ihr übertreibt doch maßlos. Allerdings trainieren wir schon seit 4 Stunden und so langsam bin ich am Ende meiner Kräfte. Oh, sorry, natürlich legt alle eine Pause ein. Ich gehe in der Zwischenzeit eine Runde joggen. Aber während wir anderen abwechselnd trainieren und somit kurze Pausen genießen konnten, habt ihr uns unentwegt unterrichtet. Ich komme nicht umhin, mich um eure körperliche Verfassung zu sorgen. Wie lieb, dass du dich um mir sorgst, Shugi. Entschuldigung, dass ich mit dem Lesen gerade ein bisschen schlecht bin. Das liegt daran, dass ich
vollgefressen bin. Ich glaube, das könnte daran liegen. Aber in letzter Zeit ist es mir egal, wie müde ich bin oder wie sehr ich am liebsten weinen würde. Wir haben uns von den Arena-Orten inspirieren lassen und unser eigenen Teamorden kreiert, nicht wahr? Wenn ich mir die ansehe, fühle ich mich stark. Stark. Sie motivieren mich, stets mein Bestes zu geben. Entschuldigt übrigens die Sauggeräusche im Hintergrund. Ich würde mal sagen, ich breche das hier ab und im nächsten Part geht's weiter. Bis zum nächsten Mal und schau, haltet die Unstaffel, denkt daran, Freundschaft ist...